Paul Unterleitner, der befindet sich gerade in Bulgarien. In Bulgaria. Wie ist Bodybuilding in der günstigsten Stadt Europas? Bulgaria Edition. Let's go, Friends. Sravet, Moncheta, i dobri došli vi Bulgaria Sofia. Und wir testen heute, wie Bodybuilding gerecht die günstigste Stadt Europas ist. Das erste. Immer noch verschnupft, der Paul. Mensch. Was an der neuen Destination natürlich checkt, sind die Supermärkte und Lebensmittel. Und das machen wir jetzt einfach in dem deutschen Supermarkt, weil die hier definitiv krass vertreten sind. Auf jeden Fall darf man sich nicht wundern, weil das alles recht teuer aussieht. Lidl haben wir bereits in Polen auch. Gibt es fast überall. Die muss man überall eigentlich halbieren, weil die Währung hier, glaube ich, 51 Cent sind. Also ein, was ist das, ein Lev? Ja, ein Lev. Freunde, wir haben übrigens heute Nacht bereits die 200.000 Aufrufe geknackt auf das Verhör. Nach nur 3 Tagen. Wahnsinn. Und wir waren 3 Tage in den YouTube-Trends. Wahnsinn. Mein bisher größter YouTube-Erfolg mit einem Video. Das war echt krank. Wir nähern uns jetzt den 300.000 Klicks. TXBS04, danke dir fürs Prime-Abo. Ah, und ich bedanke mich noch hier für 15.000 Follower auf Twitch. Sehr, sehr nice, Friends. Weiter geht's. Glaube ich, ein Lev und 50 Cent, glaube ich. Also, man muss halbieren. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber wir schauen mal, was da so Preise sind. Im Vergleich ein bisschen. Ja, das Roswitha Rühl-Video haben wir auf dem Plan, mein Lieber. Also, Weintrauben für 1,30 habe ich definitiv noch nirgends gesehen. Paul, richtige Mafia-Stimme mit dieser Heiserkeit. Weintrauben für 1,30. Der einzige Kack ist, man kann jetzt nicht lesen, ob die kernlos sind. Ich mach dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Oder sonst was, weil. Kirill oder so heißt die Schriftart. Kann ich definitiv. Kirillisch, richtig. Weiß ich nicht, Marv, keine Ahnung. Richtig. Oh, Marillen sind im Angebot. 1,70. Aber hier gibt es überall noch relativ exotisches Obst. Bei uns gibt es keine Nektarinen mehr. Keine Ahnung, warum es die hier noch gibt. Weil die eigentlich. Junge, mit der Stimme, Paul, gefällt mir. Hätte der immer die Stimme, wäre er zum richtiger Gangster, Alter. Nicht in Saison. Ich nehme normalerweise immer viel zu viel mit. Das bringt dir nichts. Der einzige Nachteil hier, Haferflocken, kosten knapp 1 Euro. Also, ich weiß nicht, ob die bei Lidl normalerweise auch so viel kosten. Hier gibt es zumindest so 2, 3 Alternativen. Veganer Tortellini, da sogar veganer Käse, der echt gut aussieht. Da haben wir noch so Onion Spread. Bah, Alter, ekelhaft. Hä? Die Rocker, den Rocker Adventskalender habe ich meiner Cousine geschenkt. Ich habe den dann nicht mehr getestet. Weiß ich nicht. Und es gibt zumindest Tofu und vegane Wurst. Ich kann zwar den Nährwert nicht so ganz rauslesen. Aber hat noch 100 Kalorien drin. Und hier haben wir nur geräucherte Tofu. 8 Gramm Fett, 13 Gramm Eiweiß. Okay. Ich war übrigens auch bei Lidl einkaufen. Paar Kleinigkeiten geholt, ja? Paar Kleinigkeiten geholt. Tofu, ja, natürlich funktioniert das. Und direkt sind wir bei über 60 Euro gelandet, Alter. Ich schwör's euch, das ist irre, die Preise aktuell. Dem es ja auch eine österreichische Supermarktkette gibt, muss natürlich auch getestet werden. Ich muss sagen, bis jetzt der Biller hier ist nicht ganz so überzeugend. Ich sehe nicht nur Wurst und Fleisch. Ersatzburg, da habe ich noch keine einzigen gefunden. Paul hat angefangen zu stoffen, deshalb die Stimme. Direkt tiefe Stimme bekommen nach 3 ml Frontload. Noch eine tiefe Abteilung. Also für so eine Fitnessmischung, die wir uns aus Paul schauen. Und Vanillearoma, weil hier gibt es irgendwie keinen Süßstoff. Ich weiß nicht warum. Ich war wirklich sehr überrascht, als ich dann vorher geschaut habe, was es für Supermärkte gibt. Und dann einfach nur deutsche oder österreichische Ketten gesehen habe. Also Billa, Lidl, Kaufland, gibt's ja alles. Sein Immunsystem überreagiert wegen Stoff. Direkt Testo-Grippe bekommen und tiefe Stimme, Alter. Ich habe ihn damals beim Verhör, die erste Injektion, direkt verpasst. Und wirklich einheimische Supermärkte habe ich jetzt zumindest hier in Sofia nicht viele entdeckt. Aber dafür war die Auswahl von den standardgemäßen Ketten jetzt auch nicht die beste, zumindest was vegane Lebensmittel angeht. Da gibt es wahrscheinlich noch so extra spezialisierte Supermärkte, genau wie auf Madeira zum Beispiel, wo dann wirklich. Madeira. Ja, du kannst Beine zweimal die Woche trainieren. Am besten einen Quad-fokussierten Tag und einen Hamstring-fokussierten Tag. Das ist immer am besten, mein Lieber. Finde ich. Also meine Erfahrung. Nicht nur vegane Angebote sind. Hier war das vielfaltmäßig jetzt nicht überragend, muss man sagen. Nächste Station nach dem Einkaufen. Das Essen muss ja irgendwo zubereitet werden, deshalb zeige ich euch gleich mal unsere Unterkunft. Geh generell auf die Wohnung ein und dafür müssen wir hier von der Einkaufsstraße erstmal in den Tattoo-Shop. Gesim, das würde ich nicht behaupten, mein Lieber. Dann geht's in die. Du kannst halt nicht jeder Gegner, wollte ich schon sagen, nicht jeder Verhörpartner hat halt gewisse Leichen im Keller oder kann man mit jedem muss man anders umgehen, weil jeder hat natürlich auch eine andere Vorgeschichte, ne?
Magische schwarze Tür. Oldschool-Licht ist auch am Start. Nee, Lil Erwin habe ich nicht. Und Muskis Mann, danke dir fürs Prime-Abo. Unser Part. Hier haben wir gleich erste Badezimmer. Hier ist, habe ich so geduscht, das ist auch ganz nice. Kann man sich nicht beschweren. Hier haben wir Küche. Klein, aber fein. Ziemlich guter Kühlschrank. Esstisch, Couch. Dann hier geht's in Jonas Zimmer. Kann man kurz reingehen? Ja. Da gibt es zwei Einzelbetten. Ist aber immer eine gute Option. Hier ist Pizzabrötchen von Spice, die beste, Junge. Ein Badezimmer. Das ist das zweite Badezimmer. Sieht eigentlich genau gleich aus. Und dann hier geht es auf jeden Fall zum unordentlicheren Zimmer. Das ist ein Doppelbett. Das war ganz angenehm. Jetzt geht's ein saftiges. Bro, zum Beispiel auf die Frage, wie verdienst du mit Social Media oder sowas? Die Frage hatte bis jetzt nie einer, hat jemand diese Frage beantwortet. Ja. Never. Beinbeuger, Tagfokus, doch, aber fokussiert auf den Beuger. Natürlich auch dann Quad-Übungen, aber dann deutlich weniger. Das Porsche, leider habe ich keinen Smacktastic dabei. Ich versuche das einfach mal mit Butter, Vanille-Aroma und schau, ob das gut schmeckt. Normalerweise nimmt man das für ganze Kuchen oder Torten. Ich glaube, wenn er die ganze Ampulle da reinknallt, Flasche, ist das zu süß, oder? Ich teste mal. Komm, nix, eins. Ich nehme jetzt mal nur. Oh, das war viel Scheiße. Das riecht intensiv, shit. Ich glaube, das muss ich gleich auf mehrere Tage aufteilen. Boah, das riecht bis hier. Schmeckt nach gar nichts. Ich rieche aber bis hier. Also ja. Da wäre es mir hässlich. Bro, knallt der sich die Haferflocken jetzt ohne alles rein, Alter? Ist ja widerlich. Mein eigenes Keller, muss man sagen. Nachdem ich ja krankheitsbedingt die letzten Wochen eigentlich wirklich wenig trainiert habe, weil ich eigentlich immer mal wieder die Grippe erwischt habe, müssen jetzt ein paar mehr Kalorien rein. Deshalb hier Studentenfutter on top und dann knall das rein. Das Airbnb ist jetzt kein krasses Highlight, so wie in Budapest, was wir so einen absoluten Schnapper bekommen haben. Aber das hier hat 90 Euro die Nacht gekostet. Und für zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine schöne Küche ist das auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut leistbar. Und im Vergleich zu vielen anderen Städten extrem günstig. Und hier ist auch das Angebot sehr, sehr gut. Man hätte auch irgendeine Villa ein bisschen außerhalb für 200 bis 300 bekommen können. Aber platztechnisch macht das natürlich keinen Sinn. Auch hier die Miete ist im Durchschnitt circa ein Drittel oder ein Viertel sogar von dem, was in Deutschland so gezahlt wird. Also hier zahlt man für eine Dreizimmerwohnung. Wie in Polen. In Polen ist das genauso. Im Stadtzentrum ca. 480 Euro. In Deutschland wäre das... Aber die Menschen verdienen da auch natürlich sehr, sehr wenig. Ne? 1300 Euro. Also das ist schon ein harter Unterschied, wo man sich überlegen könnte, ob man sich nicht lieber hier eine Wohnung holt als in Deutschland oder Österreich, weil die Lebenskosten dann einfach wirklich viel geringer sind. Als wir gestern übrigens vom Flughafen hergefahren sind, ich habe mich natürlich vorher informiert, ob Mietauto Sinn macht, aber wir sind ja mitten in der Stadt. Es ist, glaube ich, alles relativ im Zentrum. Also jetzt auch das Gym, wo wir hingehen, ist ziemlich nah. Sowieso, Freunde, in großen Hauptstädten, allgemein in Hauptstädten oder in Großstädten, wenn ihr im Urlaub seid, lasst es sein mit Mietwagen. Das bringt nur Unheil und Pech und hohe Kosten und Parkplatz. Fahrt einfach mit der Bahn, ja, oder mit dem Uber, aber nicht mit dem Auto. Ich glaube nicht mal ein Kilometer. Lohnt sich einfach nicht. Und Taxis hier sind sehr günstig. Also ich glaube, die kosten so 60 bis 70 Cent pro Kilometer. Das heißt, wenn du in der Stadt herumfährst, zahlst du vielleicht 2-3 Euro. Und das, ja, das ähnelt auch tatsächlich Polen. Also in Polen, wenn du das, was du hier bezahlst für ein Zwanni, zahlst du in Polen 5 Euro, 7 Euro maximal. Also ist mehr als die, deutlich mehr als die Hälfte günstiger. Das ist schon sehr... Bruder, Mallorca ist keine Hauptstadt, keine Riesenhauptstadt, ist eine Insel, ist ja was anderes. Ist ja ein Urlaubsort. Ich hatte auf Ibiza hatte ich auch mal einen Mietwagen, muss. In Griechenland, sowas, an der Küste, so, das ist was anderes. Das ist krass, vom Flughafen her waren es auch 12 Kilometer, 20 Minuten Fahrt. Das waren auch knapp über 10 Euro. Also Transport hier, zumindest mit Auto, ist sehr, sehr krass. Es gibt aber kein Uber, es gibt keinen Lift. Es gibt, glaube ich, eine App, mit der man Taxis rufen kann. Aber die habe ich mir jetzt extra runtergeladen, weil es fahren ja anscheinend relativ viele Taxis rum. Wie das dann mit Öffis ist oder Rolle oder so, habe ich noch nicht ganz mitbekommen. Mal schauen, ob wir noch irgendwas davon sehen. Aber jetzt erstmal checken wir eines von zwei Gyms aus. Hast du bitte eine Euro? Hast du bitte eine Euro for me? Zuerst testen wir eine Gym-Kette, die heißt Pulse. Hat auch ein bisschen Luxus, glaube ich, und so Spa-Bereiche, das wir werden sehen. Für wie viele man im Monat hier eine richtig geile Gym-Mitgliedschaft bekommt. Und sogar Fitness of the Year 2022. Das ist doch eh nicht wahr, Alter. Da haben die einfach so draufgeklebt an die Scheibe. Bin gespannt. Das sieht schon mal sehr, sehr edel aus. Eieiei. Tatsache, das sieht aber wirklich edel aus.
Hoffentlich haben die auch ein paar Gewichte hier. Kurz mal umgezogen. Das ist auf jeden Fall ein unangenehmer Geruch in die Nase geschossen. Erstens Schweiß, zweitens riecht nach Scheiße. Nach Schweiß und Scheiße riecht's hier. Aha. Und das Ding sieht auch dezent ekelhaft aus. Der war so ein Bodylotion-Spender. Da muss man aber sagen, hier draußen. Was Spender mit Bodylotion, was? Sieht aus wie im krassesten Spa überhaupt. Also das ist auf jeden Fall designtechnisch her crazy. Für den Eintritt haben wir jetzt übrigens knapp 15 Euro pro Tag gezahlt. Eine Monatsmitgliedschaft kostet 69 TEF. 15 Euro pro Tag? Für Bulgaria? Das ist teuer, Digi. Das ist echt teuer. Lev. Also knapp über 33, 34 Euro, was okay ist, würde ich sagen. Aber, mir ist schon mal aufgefallen, es gibt nur bis 30 Kilo Kurzhandel. Jonas hat gerade schon mal getestet, dass die hier anscheinend nicht wirklich schwer sein sollten. Aber ist schon 30 Kilo, würde ich schon sagen. Ja. Jonas ist halt überraschend stark, er hat es vorher einfach gecurlt. Aber ansonsten von den Bänken hier bin ich auf jeden Fall nicht überzeugt, weil die Polster hier... Ja, das sieht wirklich nach einer richtigen Scheiß-Ausstattung aus hier. Schrott, fast so viel wie in das Gym, ja. Was kostet da, glaube ich, Tageskarte 20, oder? Sind zum Drücken alles andere als geil. Aber, Bruder, sag ich schon, Isabel, das Gym kannst du nicht vergleichen mit diesem bulgarischen Fitnessstudio hier. So ein Live-Fitness-Kabelzug, das ist auf jeden Fall etwas, womit man arbeiten kann. Hatte ich früher im Gym eigentlich auch immer und das ist auf jeden Fall gute Ware. Aber hier ist auf jeden Fall auch gemischte Sachen. Diese Live-Fitness-Geräte zum Beispiel habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und dahinter... Die sind auch gefälscht, die gibt's gar nicht. Haben wir auch noch Techno-Gym. Wir sagen, wir ballen einfach mal ein bisschen. Ja, das ist einfach Hammer-Strength, ne? Diese Live-Fitness-Geräte. Ist doch ist ja dieselbe Produktion. Sah auch stark nach HS aus. Ich muss sagen, das Gym hat mich eher weniger überzeugt. Es gab keine Butterfly-Maschine, generell die Auswahl war etwas beschränkter. Von den Herstellern war es jetzt, würde ich sagen, auch nicht die krassesten. Also so Hammer Strength, Nautilus oder andere Maschinen wären auch auf jeden Fall noch geil gewesen. Und deshalb ist es bodybuilding-technisch für mich nicht die perfekte Auswahl gewesen. Auch weil die Stimmung und das Publikum jetzt nicht jetzt krass Bodybuilding-mäßig war, es war eher ein Commercial Gym. Es war relativ dunkel und die Musik war es auch nicht so, dass man sagen könnte, okay, hier kann man gut Gas geben. Deswegen für mich eher keine gute Wahl gewesen, um da ein krasses Bodybuilding-Workout rauszuhauen. I traveled to Bulgaria, Sofia, to check out how good Bulgaria is for bodybuilding. What would you say? Is it a good country for bodybuilding? Is it expensive? Gibt es da guten Stoff oder nicht? Frag ihn doch jetzt, Mensch. Are the gyms shit? What do you think? Is it expensive? No, I think the prices are alright. Yeah. Nein, Marv, da bist du hier definitiv im falschen Stream. Keine Rechtschreibpolizei. Hier darf man so viele Fehler haben in der Rechtschreibung, wie man will. Ich meine, ich rede ja auch nicht perfektes Deutsch hier. Ich habe ja auch manchmal meine Fehler, ne? But for bodybuilding, like, I really don't know. Like, I have been training for, like, almost 2 years. So you just started. What's your goal in fitness? I don't know, just to be better. Yeah, and improve myself and yeah, lift heavy and yeah. So you like the gym? Yeah, I like this gym, yeah. Because I think it's a bit like dark and the music, but you have your own music. So. I mean, yeah, it's a little bit like a disco, like, yeah, I don't really like it, yeah. Okay. Have you heard about, how's it called, Rado Gym? Oh yeah, of course, I live next to the gym. Okay. Yeah. Is it better? Do you like it? I like it because it's like old school and... I'm gonna go there as well and check it out. Das sieht mir doch schon ein bisschen mehr nach Bodybuilding aus. Oh ja, das sieht schon von außen. Da kriegt er das gute Bulgarian Testo, Alter. Wir werden schauen. Bulgarian Split Squats, Bulgarian Testo, Enantat. Ob's hält, was es hier verspricht, mit ein bisschen Arnold und so. Ich muss jetzt auch noch mal ganz kurz Geld abheben, weil... Mach das bloß nicht, Junge. Die ziehen da deine Karte ein. Die nehmen keine Karte und keine Euros. Deshalb habe ich jetzt 20 LEV oder BGN abgehoben. Mehr brauche ich auch nicht, weil da kostet einfach eine Tageskarte 3 Euro. Geh ins Top-Gym, mein Lieber, wenn du dich noch in Wien befindest. Euro. Da sind wir... Marvin, 6113. Mal, was das Gym zu bieten hat. Also die umkleide Kabine hier ist auf jeden Fall entspannt. Da trennt... Das ist eine Oldschool-Umkleidekabine, so muss das sein. Ja, einfach nur so eine kleine Tür, das ganze Gym davon. Also, es gibt übrigens aber ein eigenes Frauengym, einfach, sag ich mal, eine Hausnummer weiter, das ist richtig krass. Aber hier
haben wir zumindest eine Dusche und WC am Start. Auch wenn ich hier definitiv nicht barfuß reingehen würde. Checken wir den Trainingsbereich aus. Vorher hatten wir keine Butterfly-Maschine, dafür hier. Und die nutzen wir jetzt auch. Okay, wir testen nochmal die Rückenmaschine. Breiter Latzug. Also das Gym tatsächlich gefällt mir schon besser als das erste. Optisch war das erste natürlich so ein bisschen nobler, ne? Aber ich glaube, hier würde ich mich wohler fühlen, definitiv. Ja, auch eigentlich kannst du movern. Sogar von Gym 80. Was hier nice ist, dass relativ viele Maschinen durchgemischt sind. Also man hat die Auswahl einfach von mehreren Herstellern. Heiserkeit ist ja, hat ja nichts mit Herzmuskelentzündung zu tun. Wenn du heiser bist, ich werde solche heiser, wenn ich jetzt hier rumbrillen würde. Wenn ich jetzt rumschreien würde, dann wäre ich heiser. Ja, das hat nichts damit, wenn der erkältet war oder krank war, das ist was anderes. Kann ja sein, dass der einfach nur heiser ist, ne? Man muss sich nur auf zwei konzentrieren. Oh yeah, oh yeah. I feel the pump. In the old school gym. Wenn schon Arnold draußen hängt, dann machen wir ein bisschen Ehre. Auch wenn mein Körper jetzt in letzter Zeit... Trenbolon-Gutachter. Was für ein geiler Name und danke dir für die Abos hier, mein Lieber. Definitiv schmäler geworden ist. Das ist eben das Undankbare am Sport. Man merkt echt schnell, wenn man Gains verliert oder einfach der Pump rausgeht. Also ich glaube, man sieht. Vielleicht ist es bei euch auch schon aufgefallen, dass einfach ein bisschen Druck... Bescheuerter Chat, Alter. Fehlt hier Schulter- und Brustbereich. Wenn ich mir jetzt groß mache, geht es noch so ein bisschen. Aber es fehlt einfach so ein bisschen Volumen und Pump. Ich habe jetzt auch nicht gut gegessen die letzten Tage, weil ich mich nicht so geil gefühlt habe. So fühle ich mich auch, Alter. Katastrophe. Also da muss jetzt dann wieder Druck rein in den nächsten Wochen. Wir wollen ja nicht vom Fleisch fallen. Und zum Sommer hin werden wir jung, brutal und gut aussehend. Nach wie vor hoffentlich. Jung, brutal, gut aussehend. Paul, hörst du etwa solche asoziale Musik? Lucho 44, danke dir für dreimonatigen Support mit Prime Diggy. Wir haben jetzt auch eine richtig geile Rudermaschine entdeckt, diese T-Bar-Maschine. Ich habe jetzt gleich ein Gewicht drauf. Doch, Mann, das Gym gefällt mir echt. Das ist gut. Asozial. Geiles, asoziales Hardcore-Gym. Aber vom Feeling her bewegt es sich sehr, sehr gut. Bisschen mehr Stretch könnte für mich sein. Aber ich glaube, das kann man da unten sogar noch einstellen. Der Brustposter. Ja, na dann. Umso besser, wenn man hier noch ein bisschen Stretch reinkriegt. Gym Nummer 2 ist auf jeden Fall schon etwas mehr nach meinem Geschmack. Allerdings muss man sagen, die Größe ist ein bisschen nachteilig. Aber wenn ich hier auf Urlaub wäre und mein Gym suchen würde, dann würde ich auf jeden Fall hier für ein paar Tage trainieren. Nachteil, es gibt nicht meinen Beinstrecker. Es gibt jetzt keine riesen Auswahlmaschinen. Aber für jede Muskelgruppe hast du eigentlich irgendwas. Deswegen, das geht auf jeden Fall klar. Und es sind verschiedene Hersteller. Ansonsten, Stimmung ist ähnlich wie im anderen Gym. Jetzt nicht wirklich krass aufputschen, das spielt keine krasse Musik. Das sind keine krassen Leute hier. Oh, er feiert sein Comeback. Hectorius ist im Chat, Freunde. Hector ist im Chat. Was soll das denn? Was machst du denn? Hier hast dich verlaufen. 2 Monate habe ich dich hier vermisst schon. Nicht mehr gesehen. Mein Vater ist im Chat. Begrüßt bitte alle einmal den VIP Hector. Bitte. Freunde, was ist denn? Muss man sagen. Und deshalb ist der Flair jetzt nicht... mega geil. Aber ich denke, mit Kopfhörern, wenn du in einem Modus bist, dir ein paar Arnold-Bilder anschaust, die leider nicht drinnen hängen, das wäre natürlich noch krasser, dann kann man hier schon gut trainieren. Also Bodybuilding. Bester Chat. Technisch ist das auf jeden Fall eher was für mich als das andere. Wie heißt du? Er spricht sogar Deutsch. What's your name? Morin. Morin? Morin. Morin. Hallo. How old are you? Wie alt? 6. Ich habe keine VIPs. Natürlich, ich habe dich zum VIP gemacht. Guck doch mal. Neben deinem Namen ist ein Diamant und das bedeutet, dass du VIP bist. Ich habe keine VIPs, sagt er. 60. Er gibt auf jeden Fall richtig gut Gas. Also der Typ macht an jeder Maschine hier Hardcore. Wie gut ist in Bulgarien? Boah, wir brauchen einen Hector-Emote. Stimmt, das brauchen wir wirklich. Für Bodybuilding. Schön mit Kippe auf dem Zahn, im Blaumann. Das brauchen wir, das organisiere ich, Freunde. Gut geeignet? Ja, natürlich gut. Wenn ich jetzt hier hinziehe aus Deutschland. Ist der Emote-Kollege hier im ist der Emote-Kollege hier im Chat? XMarcel91, danke dir fürs Prime-Abo. Leider muss ich Werbung gucken. Ja, Papa, da musst du mal deinen Sohn supporten und unterstützen und einmal ein Abo da lassen, Mensch. Ja? Was soll das denn?
nicht nur hier Amazon Prime mit IPTV haben. Was soll das denn? In Deutschland kann ich gut Bodybuilding betreiben. Ich glaube, der versteht die Frage nicht, der bulgarische Freund hier. Ich? Ja. Ja, warum nicht? Okay, warum nicht? Gut, perfekt. Damit wir am Training natürlich auch nicht katabol gehen und die nötigen Proteine reintragen, gibt es erstmal Noe Clear. Hier direkt Bullshit. Perfekt, um im Training zu trinken oder zu nicht zu proteinreichen Mahlzeiten. Wir haben ein vollwertiges Aminosäurenprofil. Es schmeckt ultra geil und vor allem jetzt im Winter auch warm genießbar. Und im Sommer natürlich eiskalt mit Eiswürfeln. Nach wie vor läuft dann noch die Bundle-Aktion. Also ein warmes Eiweiß würde ich nicht essen, trinken. Und wo ihr bis zu 30% auf alle Bundles sparen könnt, nur mit dem Code Paul. Also Link in der Beschreibung abchecken, gönnen und dann ordentlich Geld sparen, Leute. So, jetzt haben wir ja, ein bisschen mehr als 10 Minuten Fahrt vor uns, ich glaube 3 bis 4 Kilometer. Mal schauen, was das gleich ausmacht. Also ist kurz falsch gefahren, hat uns sogar jetzt noch weniger verrechnet. Aber für 8 Lev, also 4 Euro, knapp 12 Minuten Fahrt, geht auf jeden Fall klar. Das Restaurant sieht jetzt zwar nicht irgendwie krass aus, aber hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Bewertungen. Und sehr, sehr viele, über 1000 Stück. Deswegen werden wir hier hoffentlich was Gutes Veganes finden. Ist komplett vegetarisch, deswegen... wird, glaube ich, gut. Doch, kein Tisch frei. Was soll's. Also um 16.40 Uhr oder 16.30 Uhr würde ich nicht damit rechnen, dass so viele Leute essen gehen. Aber anscheinend ist das ja gut besucht. Zum Glück gibt es noch ein paar weitere Restaurants hier. Also die Auswahl ist definitiv stark, was vegane Restaurants angeht. Und dann werden wir hoffentlich da fündig und satt. Irgendwie Marcel abonniert mit Prime. Danke dir, Marcel. Danke. Gleich kommt noch ein Salat von mir, aber bis jetzt sieht der... Warmer Shake ekelhaft. Ja, habe ich mir gerade auch gedacht. Das muss nicht sein. Der Hotdog hier schon mal sehr, sehr wild aus. Der Burrito könnte ein bisschen mehr Fleisch drin haben. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch hier auf Camillas Burger. Das sieht aber echt lecker aus, ne? Da in Bulgarien. Schöne Burger. Bulgarische Cheeseburger. Lecker. Ja, der sieht schon sehr, sehr krass aus. Aber die Hauptspeisen haben im Durchschnitt jetzt so 6 bis 7 Euro gekostet, was echt stabil ist und fair. Und insgesamt haben wir, glaube ich, knapp über 30 Euro. Und ich teste es einfach mal hier, den Burrito. Ist auf jeden Fall viel Karotte drin. Aber kann mir dafür auch schon... Ekelhaft, Alter. Knall da mal ein bisschen Hähnchenbrust rein. Was ist denn? Paul, Junge. Und Cheesecake fand ich, der war geil. Sieht sogar so aus, als wäre es selber gemacht. Die Karotte kommt gar nicht so durch. Könnte ein bisschen intensiver schmecken. Aber ist ganz gut. Der Salat sieht auf jeden Fall sehr, sehr wild aus. Also der ist... von der Größe her definitiv geiler als die Wraps hier. Und ich glaube mit dem Feta, mit dem, was das auch immer ist, wird das... Ich habe bis jetzt nur Cinnamon Cereal probiert und schmeckt unfassbar geil mit den Stückchen, Alter. Sehr, sehr nice. Top. Jetzt essen wir noch mal den Hotdog. Was ist das denn? Guck mal, der ist auf keinen Fall mehr vegan, Digga. Die Bulgaren haben den da drüben verarscht. Das ist eine schöne Rindswurst, Alter. Schön in Bulgarien, die schreiben vegan drauf auf die Speisekarte. Das ist alles, aber bloß nicht vegan, Alter. Das ist richtiges Fleisch. Bettmar, der sagt jetzt, boah, geil, der schmeckt richtig gut, der Hotdog. Die Wurst ist lecker. Sieht aus wie so ein Panini-Brot. Bin gespannt, was er sagt. Bisschen Ketchup können noch rein, aber sonst... Aha. Kann man machen. Also, siehste? Das Restaurant war jetzt zwar kein Highlight, aber ich hätte auf jeden Fall schon mal nicht damit gerechnet, dass es hier gute Auswahl an veganen Restaurants gibt. Tja, ja, vegan. Hier, Junge. Die Bulgaren, als ob die da... Junge, die haben dich verarscht. Das sind Trickbetrüger da, die meisten. Nicht alle. Ich mach nur Spaß. Nee, ihr wisst. Ihr wisst doch. Ihr macht mich doch die ganze Zeit fertig. Wegen Fest nach Polen ist sein Auto weg. Ich hab nichts gegen Bulgaren. Das sind nur hier, ihr wisst, kleine Späßchen am Rande. Bulgaria, big love. Shoutout an Bulgarien, Digga. Also man hat sicher mehr als an einer Hand abzählbar komplett. Am Ende wird hier noch gesagt, ich nehme die Bulgaren hops. Nein, natürlich nicht. Vegane Restaurants, dann gibt es noch ein paar vegetarische, gibt es noch ein paar, die vegane Auswahl haben. Also da kann man auf jeden Fall schon noch ins Restaurant gehen und ganz gut genießen. Auch wenn das Essen jetzt kein Highlight war, gibt es ja definitiv das eine oder andere Restaurant, was ein bisschen mehr überzeugen kann. Mall of Sofia. Nach dem Essen direkt in die Mall gezischt. Wir checken jetzt mal aus, was hier so für Preisunterschiede sind. Vielleicht können wir uns eine kleine Maniküre. Und Camilla schaut schon, was hier bei Make-up eventuell günstig wegkommen könnte. Kerstin One, das habe ich heute Morgen gemacht vor dem Training. Das war sehr genüsslich. 40 Euro. Ja. Also Make-up bleibt gleich teuer.
Schade. Es geht weiter mit noch mehr Make-up. Die Preise sind schon krass, oder? Also, was man für Make-up hier Geld sparen kann. 1A. Unglaublich. Und so sieht dann Mediamarkt. Guck mal hier. Geil, Alter. Das ist richtige Mediamarkt. In 10 Minuten klopft's an der Türe. Bei wem? Ich hab Angst. Was sollen diese Nachrichten hier im Chat? Auf Bulgarisch aus. Mal schauen, ob man hier das eine oder andere Schnäppchen machen kann. Laser für. Laser. Für Gesichtsbehaarung. Also, du brauchst es nicht. Ja. 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 Das ist ganz sprachlos auf einmal. Richtig. Boah, Onkel Tschischig, ich denke, das kommt drauf an, ob die Frau sich viel davon reinklatscht oder wenig, ne? Von dem Make-up. Ach, das ist eigentlich eher für dich. Ja. Es gibt ja welche, die benutzen das am Wochenende oder selten. Dann gibt es welche, die machen das jeden Abend, jeden Tag, ne? Die schminken sich ja gefühlt gar nicht mehr ab, die Damen. Also gibt es Unterschiede, was das angeht, ne? Nur weil du neidisch auf meinen Bart bist. Jonas meint, er braucht doch eine Brille für seinen Teilurlaub. Ich denke, wir haben das jedenfalls richtig gefunden. Rattenscharf. Oder? Was sagst du? Passt gut? Ich habe mich gerade mal verliebt. Also ich muss sagen, schlussendlich hier in der Mall haben wir jetzt nicht so krasse Preisunterschiede gesehen. Vor allem im Technikladen war der Unterschied eigentlich fast gar nicht da. Und bei Klamotten jetzt würde ich sagen so 20-30% weniger. Wo es aber immer noch krass ist, ist bei Lebensmitteln. Also wir haben uns vorher auch ein kleines Getränk im Supermarkt geholt. Da haben wir statt in Österreich vielleicht 1,30, 1,40 hier nur knapp 50 Cent bezahlt. Und das ich habe einmal auch Make-up benutzt und zwar für Bühne von Mac. Hatte ich Mac im Gesicht. King Hönes, danke dir, mein Lieber, für 7-monatigen Support. Für Coca-Cola oder Eistee oder die originalen Marken. Und das ist definitiv schon krass. Aber sonst grundsätzlich für Lebenserhaltungsprodukte, würde ich mal sagen. Not so hot like Paulina. Danke dir fürs Prime-Abo. Ist es jetzt nicht extrem viel günstiger als in Deutschland oder Österreich? Auch wenn wir jetzt in der Mall nicht fündig geworden sind, würde ich schon sagen, dass hier Bulgarien definitiv sehr gut geeignet ist, um günstig Bodybuilding zu betreiben. Die lebenserhaltenden Kosten sind sehr gering, das heißt Wohnung und... Das wirkt gerade so, als ob ihr so eine richtige... Kennt ihr noch damals? Früher so Baggy-Hosen, wenn man die unterm Arsch hängen hatte? Das sieht genauso aus bei Paul gerade. Als ob die Hose hier so unterm Arsch hängt, so auf Gangster, Digga. Und Essen plus gute Restaurants gibt es eigentlich auch. Gym-Membership ist bei der einen oder anderen Kette dann doch, sag ich mal, normales Niveau. Und das wirkt echt so. Wie in Deutschland und Österreich. Der sieht aus wie von den Backstreet Boys. Ja, gerade schon. Und hier ist auch direkt Nick Carter. Oder wie der hieß, oder Vince Carter. Nick Carter war richtig, ne? Aber ich denke dennoch, dass man hier auf jeden Fall, falls man auswandern möchte oder eben hier aufwächst, was natürlich dann noch mal was anderes. Hose von Gameboy hieß das. Guten Abend. Das ist, wenn man hier ein anderes Gehalt gewohnt ist als in Deutschland und Österreich, kann man hier definitiv gut Bodybuilding betreiben. Also, ich würde sagen, wir haben das Laden auf jeden Fall gut gecheckt, bis in die Stadt Sofia hier. Es war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Lasst ein Like da, falls euch gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, ob wir irgendwo anders hingehen sollen und darauf dann erstmal abchecken sollen, ob das auch eben Bodybuilding geeignet ist. Ansonsten sage ich erstmal danke, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Paul, mein Lieber. Ja, dann solltest du mal nach Polen fahren nächstes Mal und dann wirst du sehen, wie geeignet Polen ist für Bodybuilding. Nämlich richtig gut geeignet. Günstiges Testo aus der Apotheke. Wunderbare Fitnessstudios, wirklich Fitnessstudios sind richtig gut. Supplements, genauso, boah, wenn nicht doch, genauso teuer wie hier, vielleicht sogar ein Ticken günstiger. Essen, Ticken günstiger, aber du hast wunderschöne Frauen im Studio, was du in Deutschland zum Beispiel nicht hast, beziehungsweise selten hast. Das, der letzte Punkt war natürlich nur Spaß, das wollen wir ja nicht, davon möchten wir uns ja nicht ablenken. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support, vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal, ciao.